beide Teams ging es in der Hedauern Sporthalle um viel. Die SG Sechtem ist ähnlich schlecht gestartet wie die Accents. Allerdings gingen bei den Bonner Vorstädtlern auch die Accents starteten furios. Und immer wieder war es Anna Levron, der die Selzer Baskets auf die Erfolgsstraße führte. Doch nicht nur der Deutsch-Israeli war gut drauf, auch Anna Levron mit einem Dreier. Und das könnten jetzt schon die wichtigen Big Points. Szenen in Salzkotten gegen den Gast aus Sechtem. Hier wichtig gespannt sein, wie der neue demnächst den verletzungsbedingt arg dezimierten Akzent